Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Huma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks, Guides, wie auch den Platin Guide und den Platin Workthrough im Livestream hier auf meinem Kanal. Doch heute soll sich alles drehen um Checkt gern auch dieses Video hier aus, das war das letzte Video, was ich dazu gemacht habe. Und damit ihr gar nichts mehr verpasst, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Checkt doch gern dieses Video hier aus, das ist ein Video zu einem anderen meiner Blockbuster auf meinem Kanal. Und bis dahin sage ich wie immer, bleibt gesund und Semper Fi. Nach dem Intro geht's los. Damit ein recht herzliches Willkommen zu meinen Mass Effect News zum N7 Day. Diesmal leider etwas verspätet. Bitte vergebt mir soweit, ich habe es einfach nicht früher geschafft. Also, im Vorfeld des N7 Day hat BioWare erstmal die Erwartungen der Community etwas gedrosselt. Nun ist der N7 Day da und sie kamen mit einer Meldung und mit verschiedenen Skins für Dragon Age The Whale Guard und natürlich auch mit einem kleinen Post. Der 7. November ist wieder da und wie immer sind wir dankbar für die Gelegenheit, alles rund um Mass Effect zu feiern. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders, da wir gerade Dragon Age The Whale Guard als Studio gestartet haben. Wir halten es also bewusst lockerer, während wir den Start von dem Spiel feiern. Wo wir gerade davon sprechen, vielleicht bemerkt ihr die kleine Überraschung des Mass Effect Teams in Dragon Age The Whale Guard, wenn ihr euch die neue Truhe im Leuchtturm anseht. Es gibt einige coole Merchandising-Artikel in dem BioWare Store. Dazu komme ich später nochmal separat. Und wir haben uns mit No Man's Sky und Destiny 2 zusammengetan, um ein paar lustige Cross-Promos in diesen Spielen zurückzubringen. Ja, schaut sie euch unbedingt an auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, um alle Einzelheiten zu erfahren. Obwohl wir es dieses Jahr etwas ruhiger angehen, sind wir selber als Team schon sehr aufgeregt und freuen uns über eure Unterstützung. Euer Mass Effect Team. Ja, soweit die offizielle Meldung von BioWare zum N7 Day 2024. Nun, das ist aber halt auch nicht alles. Es gibt nämlich ein Paukenschlag. Amazon arbeitet an einer Serie zum Videospiel-Hit. Obwohl die Mass Effect Macher von BioWare noch vor wenigen Tagen die Erwartungshaltung der Fans zum N7 Day 2024 gedrosselt hatten, ist natürlich jetzt eine Bombe geplatzt. Ausgehend von einer Exklusivmeldung des zuverlässigen Branchenmagazins Variety befindet sich derzeit eine Serie in der Umsetzung zum Science-Fiction-Epos. Ich fasse für euch mal alle Informationen zusammen. Wenn wir dem Bericht glauben dürfen, arbeitet Amazon MGM Studios gegenwärtig an einer Live-Action-basierten Serie, hauptverantwortlich für die Adoption der begleitenden Action-RPG-Reihe ist Daniel Case, der die Science-Fiction-Show als Drehbuchautor und Exklusivproduzent betreut. Zu Case' bisheriger Arbeit gehört das Drehbuchschreiben und es zählen unter anderem 10 Cloverfield Lane, diesen Film kann ich empfehlen, Kin, den kenne ich nicht und, das müssten viele von euch oder uns auch kennen, der Actionfilm Fast and Furious 9. Story-Details werden natürlich streng gehütet, es gibt also keine offizielle Statement. Daniel Case zur Seite stehen, wie unter anderem Karim Sarik, der Marvel's Daredevil geschrieben hat. Er fungiert ebenfalls als Exklusivproduzent. Darüber hinaus ist Branchenveteran Ari Arad mit von der Partie, der in der Vergangenheit bereits als Produzent von Iron Man und Uncharted beteiligt war. Last but not least wurde Michael Gambill erwähnt, der als Projektdirektor bei BioWare arbeitet
und für Electronic Arts an der Serie mitwirkt. Worum es in der Mass Effect Serie von Amazon MGMs gehen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch unbekannt. Laut Variety werden die Details zur Handlung der Live-Action-Serie noch unter Verschluss gehalten. Ob sich die Fans der Spieleserie also auf eine Nacherzählung der bekannten Geschichte rund um Commander Shepard und seiner Crew, der Normandy, oder womöglich eine komplett neue Story freuen dürfen, das wird die Zeit zeigen. Gerüchte um die Serienadaption von Mass Effect kursieren seit Jahren. Mitte 2021 erreichte uns beispielsweise die Meldung, dass der Streamingdienst Netflix an einer Serienadaption arbeiten soll, basierend auf der Videospielreihe. Meldungen, die sich bisher aber nicht bewahrheitet haben. Ende 2021 kursierte indes ein Bericht, laut dem Amazon kurz vor dem Abschluss eines Deals zu einer Serienumsetzung der beliebten Science-Fiction-Rollenspiel sein würde. Die Mass Effect Live-Action-Serie von Amazon MGM Studios hat aber halt auch noch keinen Starttermin. Freut ihr euch auf eine Live-Action-Serie von Mass Effect oder wollt ihr lieber einen Kinofilm? Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare. Natürlich wurde auch zum N7-Day über Instagram ein neues Foto für den BioWare Gear Store gepostet. Hier auf diesem Bild seht ihr den neuen Mantel und mit dem neuen Design von einem Commander. Das bedeutet also, ihr seht es schon, in welche Richtung auch das Design geht. Und das passt natürlich mit der Meldung des Kreativdirektors von BioWare zu Mass Effect zusammen, dass er sagt, dass das nächste Mass Effect einen realistischen Grafikstil haben wird. Also ihr seht das hier auf dem Foto. Im BioWare Gear Store könnt ihr euch diesen N7 Mantel bestellen. Ich finde persönlich sieht der richtig fesch aus und überlege, ob ich mir den bestelle. Nice, nice. Also, ihr seht schon, in welche Richtung das geht und wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zur Mass Effect Serie oder zum Mass Effect Kinofilm, was ihr euch wünscht, wie ihr darüber denkt, gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.